Hallo, liebe Teilnehmer. Wir sind beim letzten Modul angekommen, unserem Modul 8, in unserem MOOC, das Internet in meinem Unterricht aber sicher. Es geht heute um den Umgang mit Verunglimpfungen und Hasspostings und vor allem um Cybermobbing im Netz. Wir wollen hier mal so ein paar Begriffe einfach in den Raum werfen. Was verbirgt sich eigentlich auch hinter dieser Thematik? Hier geht es vor allem auch um Mobbing und Cybermobbing, denn das können wir gar nicht so richtig voneinander trennen. Mobbing ist in der Regel meistens heute begleitet von Cybermobbing und auch andersherum. Es gibt nur noch ganz wenige Bereiche, wo es nur um Mobbing und nur um Cybermobbing geht. Wir müssen das sehr abgrenzen können von dem Thema Konflikte. Was sind denn eigentlich auch Verunglimpfungen? Ist es schon Mobbing oder wo ist hier die Eskalationsstufe eigentlich einzuordnen? Es wird häufig auch von Gegenrede, von Counterspeech gesprochen. Was bedeutet das denn? Was sind denn Hasspostings und was bedeutet Trollen, Flamen und Bashen? Da würde ich gern mal ein paar Dinge dazu erklären, vor allem auch diesen Begriff nochmal erklären, was ist denn eigentlich Cybermobbing? Wir sprechen heute von Cybermobbing, wenn wir vor allem zu dem Mobbing über digitale Medien sprechen. Es ist in der Regel ein absichtliches, aggressives und schädigendes Handeln. Also jemand im Netz wird absichtlich und aggressiv beleidigt. Es geht in der Regel direkt oder indirekt gegen eine oder sogar gegen mehrere Personen. Und wenn wir uns anschauen, dass wir sagen, Mobbing und Cybermobbing hängt eigentlich sehr eng zusammen, dann gehört hier auch noch dazu, dass es immer auch den Wertrahmen einer Gruppe verändert. Das bedeutet ganz genau, dass man irgendwann davon sprechen kann, dass auch eine Gruppe, vielleicht eine Klasse, die auch dahinter steht, irgendwann auch sagt, sie finden es ganz in Ordnung, dass diese Person jetzt gemobbt wird, weil die hat es auch verdient, die benimmt sich ja auch entsprechend. Deshalb ist Mobbing ernst zu nehmen, wir müssen was tun in Schulen und es hängt auch vor allem damit zusammen, dass Mobbing vor allem in Schulen vorkommt, weil Mobbing in Schulen deshalb eine besondere Rolle spielt, weil Schulen ein Zwangskontext sind. In eine Schule muss ich gehen. Ich kann hier nicht sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, die anderen akzeptieren mich nicht, ich gehe wieder nach Hause. Ich muss täglich in diese Schule gehen, deshalb müssen wir als Lehrkräfte auch etwas tun. Wir erreichen in der Schule alle durch Präventionsmaßnahmen und wir können als Lehrende natürlich auch Mobbing verhindern, aber Mobbing auch verstärken. Das heißt, auch unsere Rolle müssen wir überprüfen und wir müssen selbst ja auch Vorbild sein. Es gibt so 10 Basics, die wir im Notfall bei Mobbing auch im Blick halten können. Wir müssen hier vor allem im Blick halten, an erster Linie steht der Schutz des Opfers. Wir müssen sehr frühzeitig prüfen, ist eine Fremd- oder Selbstgefährdung vorhanden, denn davon hängt auch ab, wie wir weitergehen, welche Schritte wir weitergehen. Es ist immer notwendig, dass wir eine Konflikthilfe einschalten und unter Umständen auch über eine Wiedergutmachung nachdenken. Und so gibt es eine ganze Menge Basics, auf die ich hier jetzt gar nicht mehr genau eingehen kann. Wir haben ausreichend Materialien, wo man sich hier vertiefend auch auseinandersetzen kann in den Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Es gibt aber auch ganz wichtig Fallstricke. Es gibt Fallstricke, die Mobbing eher verstärken, als dass ich tatsächlich Mobbing verhindere. Manchmal auch, obwohl ich damit etwas Gutes erreichen möchte. Und dazu gehört beispielsweise, dass ich Einzelgespräche mit dem Opfer oder dem Täter führe. Die führen meistens dazu, dass Mobbing eher verstärkter durchgeführt wird, weil beispielsweise der Täter denkt, das Opfer bekommt besondere Aufmerksamkeit von der Lehrkraft und dann wird erst recht weiter gemobbt. Eltern einzuschalten ist manchmal auch ein ganz großes Problem, denn oftmals versuchen Eltern miteinander das Problem zu regeln und die eigentliche Tat wird nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt. Schule ist nicht zuständig, das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder mitbekommen, weil es ja eigentlich gar nicht in der Schule passiert, sondern in der unterrichtsfreien Zeit.
Das ist tatsächlich ein Missverständnis, wenn wir Mobbing als ein systemisches Problem sehen, Mobbing vor allem auch und Cybermobbing als zusammenhängend betrachten, ist es in der Regel so, dass jemand, der außerschulisch über digitale Dienste gemobbt wird, dass der auch in der Regel in der Schule gemobbt wird, und dann müssen wir auf jeden Fall auch einschreiten. Aber auch zu den Fallstricken finden Sie ganz viel in unseren Materialien, schauen Sie sich das auch genauer an. Wir haben dieses Thema der Hasspostings noch. Was ist denn hier der Unterschied zum Mobbing oder zum Cybermobbing? Bei den Hasspostings kann man als den wesentlichen Unterschied nochmal nennen, dass das eher gegen Gruppen, gegen ethnische Gruppen beispielsweise geht. Und hier auch gilt, in der Schule nochmal gemeinsam zu besprechen, was lösen diese Hasspostings aus und wie kann beispielsweise auch die Gruppe, die das mitbekommt, reagieren? Welche Möglichkeiten hat so eine Gruppe und hat sie überhaupt Möglichkeiten, auch so ein Posting tatsächlich nicht mehr weiterlaufen zu lassen oder sogar zu verhindern? Im Unterricht, wenn wir über das Thema Prävention oder Intervention sprechen beim Cybermobbing, gilt es einiges zu beachten. Im Bereich der Prävention können wir auf der Ebene der sozialen Kompetenzen mit den Menschenrechten arbeiten. Hier ist das Thema der Menschenrechte eines der wichtigsten Grundlagen, wie ich mit Kindern und Jugendlichen präventiv vorgehen kann. Das heißt, zu überlegen, welche Verhaltensvereinbarungen wir treffen wollen. Peer-Systeme aufbauen. Peers haben hier eine ganz bedeutende Rolle im Zusammenhang mit der Thematik Mobbing und Cybermobbing. Und vor allem gilt es kontinuierlich darum, prosoziales Verhalten bei Kindern zu fördern, auszubauen, immer wieder auch anzustoßen, damit auch zukünftig Mobbing und Cybermobbing vermieden werden kann. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Modul 8. Danke auch, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben, und viel Spaß mit der Lektüre.